Europa, wenn es ihr Grund und so weiter der Hintergrund von. Aber ich erkläre unsere Geschichte, warum die Tamilen ganz Europa, Deutschland, ganze Welt. Es ist 63 Jahre diese Probleme, läuft immer noch. Deswegen, wir sind jetzt ganze Welt. Ich denke, weniger Leute leben in Heimat. Mehr Menge außerhalb Heimat. Alles klar. So, jetzt machen wir das Mikro auf diesen Mikrofonständer. Sri Lanka liegt an der Südspitze Indiens. Es wird bewohnt von Tamilen und Sinhalesen. Beide Gruppen sind seit dem 3. Jahrtausend vor Christus aus Indien eingewandert. Beide haben ganz unterschiedliche Sprachen und Kulturen. Sri Lanka hieß früher Ceylon. Der Norden und Osten wurde von Tamilen bewohnt, der Süden von Sinhalesen. Durch Umsiedlungen von verschiedenen Regierungen haben die Tamilen ihr Gebiet verloren. 1948 verließen die Briten das Land und übergeben die Regierungsgewalt an die Sinhalesen. Aber diesem Zeitpunkt begann die Unterdrückung der Tamilen durch die Sinhalesen. Durch die Sinhalese Siedlungspolitik wurden seit 1948 die tamilische Gebiet gezielt reduziert. 1956 wurde sinhalesische Sprache als alleinige Amtssprache eingeführt. Gegen diese Maßnahmen versuchten die Tamilen mit gewaltlosen Demonstrationen und Hungerstreik zu protestieren. Das hat auch nichts genutzt. Die Regierung bekämpfte die Aktion mit militärischer Gewalt. Dabei wurden viele Tamilen getötet. Eigentum der Tamilen wurde zerstört und verbrannt. Auch in der Bildungspolitik wurden die Tamilen benachteiligt. Sie mussten bessere Noten vorweisen als Sinhalesen, um zu Studien zugelassen zu werden. Protest dagegen wurden mit Gewalt unterdrückt. In den Jahren 1977 und 1981 wurden bei Pogromen tamilische Schulen, Kirchen und Tempel zerstört und viele Menschen getötet. Damit sollte die tamilische Kultur ausgelöscht werden. '72 wurde Ceylon in Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka umbenannt und der Buddhismus als Staatsreligion eingeführt. Damit verlor das tamilische Volk den letzten Rest seiner Identität in der Heimat. Nachdem der friedliche Protest kein Erfolg brachte, begannen junge Tamilen ab 1977 mit dem bewaffneten Kampf gegen die sinhalesische Regierung. Die Gewalt gegen das tamilische Volk erreichte einen Höhepunkt, als im Jahre 1981 die in ganz Südasien berühmte Bibliothek in Jaffna von Militärs in Brand gesteckt wurde. Unersetzliche tamilische Kulturgüter wurden damit zerstört. Wenn ich die Tamilen wirklich aushungere, werden die Sinhalesen glücklich sein. Das war die vernichtende Meinung des sri-lankischen Präsidenten 1983 zum Konflikt mit den Tamilen. Jeder Präsident hat solche Meinung, deswegen sind wir hier. Beim Black July, Pogromen 1983, wurden allein in der Hauptstadt Colombo über 3000 Tamilen ermordet. Viele Tamilen versuchten, per Schiff in den Norden zu fliegen. Wer nicht entkam, wurde gefoltert und verbrannt. 1985 versuchte Indien mit allen Konfliktparteien eine Lösung des Problems zu finden. Ein Lösungspaket, das Rajiv Gandhi 1987 vorlegte, wurde von keiner Seite akzeptiert.
Nur der Rajiv Gandhi hat einen Schlag aufgegeben. Nach dem Scheitern dieses Lösungsvorschlags wurden indische Soldaten in den tamilen Gebieten stationiert. Sie wurden von tamilischen Rebellen bekämpft, was zu einer Eskalation der Gewalt führte. Aber auch die friedliche Proteste dauert an, zum Beispiel mit Hungerstreik. Im Jahr 2002 wurde mit Unterstützung ausländischer Regierungen ein Friedensabkommen zwischen Singalesen und Tamilen unterzeichnet. Seit dieser Zeit wurden bis heute viele tamilische Politiker, Journalisten, Priester und so weiter ermordet oder sind verschwunden. Bis jetzt über 40.000 Leute verschwunden. Seit im Jahre 2005 Rajapaksa Präsident wurde, hat sich die Situation der Tamilen noch verschärft. Gewaltsame Entführungen, Misshandlungen, Einsatz von Giftgas und Streubomben nahmen zu. Niemand konnte diese Menschenrechtsverletzungen dokumentieren, weil die Regierung jeden neutralen Beobachter die Einreise verweigert bzw. sie des Landes verwiesen hat. Aus diesen Gründen sind tausende Tamilen aus ihrem Land geflogen. Allein in Deutschland leben ca. 64.000 Tamilen. Unser Wunsch ist es, mit den Deutschen gut zusammenzuleben und allen Tamilen ein freies und selbstbestimmtes Leben in ihrer Heimat zu ermöglichen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.